Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Johannes Høstlot Klebo machte den Sieg von Norwegen in der Staffel perfekt. Urheberrecht Getty Images. Norwegens Skilangläufer gewinnen bei der WM in Seefeld zum 10. Mal in Folge Staffelgold. Das deutsche Quartett wiederholt das Olympia-Abschneiden und ist zufrieden. Norwegens Skilangläufer haben bei der WM in Seefeld zum 10. Mal in Folge Gold in der 4x10 km Staffel gewonnen. Das Quartett um Topstar Johannes Høstlot Klebo setzte sich vor Russland 38,8 Sekunden und Frankreich 1:01:00 durch. Das deutsche Team mit Sebastian Eisenlauer, Andreas Katz, Florian Notz und Jonas Doepler belegte wie schon bei der WM 2017 und Olympia 2018 den 6. Rang. Mit Platz 6 bin ich zufrieden. Darauf kann man aufbauen, es geht vorwärts, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF. Es werden jetzt zwar nicht die Sektkorken knallen, aber einen Prosecco gibt es schon. Wir haben bislang eine gute WM erlebt, besser, als ich mir das vorgestellt habe. Klebo holt drittes Gold bei WM für Norwegen. Schlussläufer Klebo war es das dritte Gold der Titelkämpfe. 6 Kilometer vor dem Ziel setzte sich der 22-Jährige entscheidend vom Russen Sergej Ustjugo ab. Norwegen hat in Tirol damit alle 5 bisherigen Langlaufentscheidungen der Herren gewonnen. Die deutsche Männerstaffel, die 2011 in Oslo mit Bronze die bislang letzte deutsche WM-Medaille im Langlaufbereich geholt hatte, begann stark. Eisenlauer, Sonthofen, übergab auf Rang 3 Ehe Katz Beyers Braun, auf Rang 6 und Nordzwöringen Römerstein auf Rang 7 zurückfielen. Doepler, Traunstein, erkämpfte sich im Schlusssprint Rang 6 zurück. Norwegen setzt famose Serie fort. Die Norweger Klebo, Martin Johns, Rudson, Emil Iversen und Sjur Røthe setzten derweil eine famose Serie fort. Bei den vergangenen 15 Weltmeisterschaften seit 1991 holte der Nordschwierer 14 Mal Gold. Nur 1999 gewann Österreich, später geriet ein Teil der Staffel allerdings in Dopingverruf. In Seefeld war Österreich ebenso wie Estland als Folge des jüngsten Dopingskandals nicht am Start.